Ich wollte mich für meine schlechte Laune bei der Geburtstagsparty entschuldigen. Es war einfach der falsche Zeitpunkt. Ich wollte dir auch noch einmal für die Halskette danken. Und für deinen Ratschlag. Ich glaube, du hattest recht. Ich werde mich von meinen Gefühlen für Mason trennen, auch wenn es mir schwerfällt. Und werde meine Pflicht als Bezirksstaatsanwältin erfüllen. Ich will, dass von jedem Arzt, der das Krankenhaus verlässt, die Personalien festgestellt werden. Wenn er eine Frau bei sich hat, will ich, dass er verfolgt, aber nicht angesprochen wird. Wie sieht's aus? Ich habe alle Untersuchungszimmer kontrolliert. Keine Spur von Zack oder Celeste. Wir haben das Krankenhaus hermetisch abgeriegelt. Er kann mit ihr hier nicht raus. Wir waren dumm zu glauben, dass das funktionieren würde. Ich hätte Celeste niemals dort hineingehen lassen. Soweit wir wissen, hat es schon funktioniert. Wir müssen jetzt Ruhe bewahren. Außerdem, wenn Celeste nur halb so stark ist, wie sie immer tut, dann kann sie gut für sich selbst sorgen. Das erinnert mich an einen Science-Fiction-Film. Muss es hier drin eigentlich so dunkel sein? Ich bitte Sie, so dunkel ist es doch gar nicht. Na, Sie haben doch wohl nicht etwa Angst. Ich bin eigentlich auch nicht ängstlich. Ich war schon immer ein Mensch, der sagt, was ihm in den Sinn kommt. Ich versuche nie, um den heißen Brei herumzureden. Wie schön, dann sagen Sie mir doch mal, woran Sie jetzt gerade denken. Ich wünschte, diese Untersuchung wäre zu Ende. Also gut, jetzt versuchen Sie, sich einfach zu entspannen und schon ist alles vorbei. So, wir haben jetzt die Ergebnisse der Untersuchung zurück. Keine Zysten oder Tumore. Und Sie sind nicht schwanger. Tja, alles bestens. Sie scheinen in hervorragender Verfassung zu sein. Und wie können Sie sich dann meine Krämpfe erklären? Wissen Sie, möglicherweise sind es nur normale hormonelle Schwankungen. Nichts, worüber Sie sich Sorgen machen sollten. Das heißt also, Sie haben nur Ihre Zeit für mich vergeudet. Nein, wenn man sich Sorgen um seine Gesundheit macht, geht man besser zum Arzt. Eins würde mich noch interessieren. Wer hat Sie zu mir geschickt? Scott Clark. Ich arbeite in der Notambulanz. Dafür bedanke ich mich persönlich bei ihm. Das werde ich auch tun. Also ich glaube, es wäre auf jeden Fall besser, noch einen Termin zu machen für die nächste Woche. Nur zu Ihrer Sicherheit. Sie meinen also, ich muss eine Woche warten, Sie wiederzusehen? Wäre Ihnen früher lieber? Ja, heute Abend zum Essen. Sie haben recht, Sie reden wirklich nicht gerade um den heißen Brei herum. Macht Ihnen das etwa Angst? Nicht viel mehr, als Sie die Dunkelheit fürchten. Ich finde, so gute Gelegenheiten darf man sich im Leben nicht entgehen lassen. Und außerdem finde ich Sie sehr attraktiv. Also, was meinen Sie? Heute Abend bei mir? Ich treffe mich grundsätzlich nie mit meinen Patienten. Oh, kein Problem. Ich kann mich auch von anderen Gynäkologen untersuchen lassen. Geben Sie mir mal Ihren Stift. Klar. Hier. Also gut, Sie bringen nur den Wein mit und Ihre schönen Augen. Und ich besorge den Rest. Oh, das hört sich so an, als wäre das wirklich ein sehr interessanter Abend. Das glaube ich auch. Gina, heute Abend werde ich dich zu den Sternen entführen. Bunny. Oh. Für die schönste aller Frauen, die Königin der Nacht. Du wirst wunderschön sein, Bellissima. Oh, Bunny, hör doch auf damit. Hör zu. Für uns ist ein Tisch reserviert im aufregendsten, im exotischsten Restaurant der ganzen Stadt.
Und wenn wir dort auftauchen, ich mit dir in diesem Kleid an meiner Seite, werden es endlich alles. Warte mal, Barney, sagtest du eben, ich soll dieses Kleid anziehen? Natürlich. Ich bin in Seide gehüllt. Seidenanzug und italienische Schuhe. Warte mal, das klingt alles wirklich sehr romantisch, aber... Das ist nur der Anfang eines traumhaften Abends, Darling. Erst werden wir essen. Danach werden wir Cappuccino trinken und Amaretto. Ich entführe dich in eine kleine Strandbar, die ich entdeckt habe. Und das Rauschen des Meeres wird dein Herz höher schlagen lassen. Heute Nacht, Gina, werden wir einfach romantisch sein. Denn ich, als Italiener, kenne mich da aus. Mabella, dies ist unsere Nacht. Wir werden uns fühlen wie zwei kleine Kinder, die unter den Sternen liegen und entdecken, wie schön die Liebe ist. Das Meer umspült sie und sie werden eins. Oh, Gina. Amore mio. Barney, 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 ich kann das nicht. Gina, verleugne deine Gefühle nicht. Da ist nichts, was wir verbergen müssen. Vergiss Sunny endlich. Grazie a Dio. Er ist aus deinem Leben verschwunden. Du verdienst etwas Besseres. Und ich werde dir geben, was du verdienst, Mia Bella. Vertrau mir. Barney, du hast es immer noch nicht verstanden. Also doch, Capel, ich ahnte es ja. Narone d'Alami. Warum siehst du denn nicht, was das für ein Kerl ist? Was macht dich so blind? Erst hast du billige Frauen, jetzt brauchst du billige Zigarren. Was willst du überhaupt hier? Ich warte auf dich. Weißt du, es muss wundervoll sein, jemanden zu haben, zu dem man gehen kann, wenn man ein Problem hat oder einen Rat braucht oder vielleicht nur etwas Gesellschaft möchte. Ich hätte allerdings eine Frage. Kommt der gute Michael auch zu dir gelaufen? Meine Freundschaft zu Michael geht dich doch überhaupt nichts an. Noch sonst irgendetwas, das mein Leben betrifft, ist das klar? Ja, aber nur, weil du es so willst. Ich wurde ja zu dieser Entscheidung gezwungen und ich habe ehrlich gesagt keine Lust, noch länger darüber zu diskutieren. Verstehe. Wenn du Lust hast, können wir vielleicht darüber diskutieren, wieso du es in Erwägung gezogen hast, diesen Fall abzutreten. Glaubst du vielleicht, dass du ihn nicht gewinnen kannst? Und wieso versuchst du dann Beweismaterial zu stehlen? Es ist ja wohl eher das Gegenteil der Fall, mein Lieber. Vielleicht gibt es dafür einen persönlichen Grund. Scheinbar machst du dir noch etwas aus mir. Du vermisst mich ein bisschen. Mach dich bitte nicht lächerlich. Der Mason, den ich vermisse, ist lange weg. Er ist zu einer sehr, sehr hässlichen Person geworden, zu jemandem, den ich gar nicht mehr kennen will. Dann wirst du vielleicht einen Ersatz für mich brauchen. Es ist unglaublich. Du sinkst immer tiefer und tiefer. Und weißt du was? Ich habe nur Mitleid mit dir, Mason. Wieso tust du so etwas? Möglicherweise fehlt mir jemand, der hinter mir herläuft, so wie du es bei Michael tust. Ja, möglicherweise ist er in der Lage, mir zuzuhören, wenn ich was zu sagen habe, im Gegensatz zu dir. Du hörst doch am liebsten nur dir selbst zu. Dann brauche ich vielleicht dringend Religionsunterricht. Warum reagierst du so bösartig auf das, was ich sage? Du musst endlich einsehen, dass du allein verantwortlich bist. Und zwar für alles, was du getan hast. Das war weder meine Schuld noch Ginas und schon gar nicht Michaels. Jetzt wirfst du uns alle zusammen in einen Topf. Mich, dich, Gina, Michael. Was willst du damit sagen? Nur, was ich bereits die ganze Zeit sage. Es ist schön, jemanden zu haben, dem man trauen kann. Trost zu finden ist sehr wichtig, besonders wenn man allein ist. Ich bin sicher, Michael wird jede Minute hier sein. Ich nehme an, du wartest hier auf ihn. Dann bestell ihm schöne Grüße. Mach's gut, Julia. Ich habe das Gefühl, dieser Mann hat irgendeine Ahnung. Ich meine, hinter jeder Frage, hinter jeder Bemerkung steckt er irgendwas. Konnten Sie seinen Knöchel sehen? Nein, noch nicht. Noch nicht? Was bedeutet das? Das bedeutet, ich bin mit ihm verabredet. Das ist völlig ausgeschlossen. Ich hatte noch keine Möglichkeit, einen Blick auf seine Narbe zu werfen. Deshalb muss ich ihn in eine intime Situation bringen. Und wir alle wissen doch, dass intime Situationen meine Spezialität sind. Er ist ein gefährlicher Mann. Die Vorstellung, dass Sie irgendwo allein mit ihm sind, ist ein unannehmbares Risiko. Sie beide könnten doch gleich im Zimmer nebenan sein. Wenn ich meine Sache gut mache, ich meine, dann landen wir nicht mal im Schlafzimmer. Ja, er wird innerhalb von 2 Minuten wissen, dass wir da sind. Der Mann ist clever. Was meinen Sie, was dann passieren wird? Okay, dann werden wir für Sie beide einen anderen Ort finden. Ich bitte Sie. Da steht doch ein Mietshaus auf der anderen Seite. Von dort hätten wir einen guten Einblick.
Was? Sie halten diesen Unsinn für eine gute Idee? Keine Ahnung. Haben Sie einen besseren Plan? Ich möchte Celeste genauso wenig in Gefahr bringen wie Sie, aber wenn Sie... Ich kenne das Risiko. Ich kenne das Risiko und ich bin bereit, es einzugehen. Bitte. Sie brauchen mich. Denn ich bin die Einzige, die Ihnen dabei helfen kann. Also bitte, lassen Sie mich Ihnen helfen. Ich wünschte nur, ich wäre in der Position, Ihre Hilfe auszuschlagen. Das wünschte ich wirklich. Sind Sie sicher, worauf Sie sich einlassen? Nun, machen Sie sich doch keine Sorgen. Es wird schon alles gut gehen heute Abend. Ich halte Sie zwar für ziemlich verrückt, aber meinetwegen. Mit einer Ausnahme. Ich muss das Haus zuerst überprüfen. Und wenn wir keine Chance haben, innerhalb einer Sekunde bei Ihnen zu sein, blasen wir die ganze Geschichte sofort ab. Haben wir uns verstanden? Ja, natürlich. Wann ist die Verabredung? Um 7 Uhr, heute Abend. Ist das nicht ein bisschen zu knapp? Es ist unsere einzige Möglichkeit. Ich muss jetzt noch einkaufen gehen. Einkaufen? Ich muss doch die passende Kleidung für diesen Kerl anziehen. Und Sie haben doch alles verbrannt, was ich an entsprechender Wäsche hatte. Schon gut, aber übertreiben Sie es nicht. Ich und übertreiben? Ich bitte Sie. Wie könnte ich? Celeste? Ja? Ich danke Ihnen. Also gut, was unternehmen wir jetzt? Sie haben doch gehört, was ich gesagt habe. Als erstes überprüfen wir das Mietshaus gegenüber. Und wenn ich nur den leisesten Verdacht habe, dass wir nicht rechtzeitig bei Celeste sein können, wird alles abgeblasen. Nichts zu tun mit Liebe oder Romantik oder etwas in der Art. Es geht hier nur um meine Zukunft. Was immer du willst, was es auch sei, du könntest es jederzeit von mir bekommen. Du verstehst das einfach nicht, Bunny. Solange ich mich erinnern kann, versucht sie, sie mein Leben kaputt zu machen. Das weiß ich, das weiß ich. Nein, das weißt du nicht. Du verstehst nicht, warum ich das alles tue. Ich werde Cici endlich alles Schmutzige heimzahlen können, das er nicht nur mir angetan hat, sondern auch allen, an denen mir je etwas gelegen hat. Und ich kann dabei noch eine Menge Geld machen. Und das Geld ist für Brandon. Die Rache ist ganz allein für mich. In Ordnung. Aber mach es allein oder mach es mit mir, aber doch nicht mit diesem Bauern Sunny. Das, was Cici erledigen könnte, hält der Bauer Sunny in Händen. Oh, 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 warte mal. Ich denke, das geht nicht ohne das Beweismaterial von dieser Wainwright. Ja, und ich denke, sie hat das Beweismaterial nicht mehr. Sunny hat es irgendwie geschafft, es in die Finger zu bekommen. Er wird seinen Plan allein durchziehen. Er hält damit nicht hinterm Berg zurück. Und was willst du dagegen tun? Das weiß ich noch nicht. Ich muss versuchen, ihn wieder für mich zu gewinnen. Ach ja? Und wenn er das gar nicht will? Was willst du machen, wenn er den Plan schon umgesetzt hat? Dann marschierst du eben mal zu Cici Capwell und sagst, entschuldige bitte, aber das ist ein Irrtum. Ich bin diejenige, die dich erpressen müsste, nicht dein Sohn. Er hat es Cici noch nicht gesagt. Das würde ich wissen. Wenn Cici herausfindet, dass sein eigener Sohn versucht, ihn zu erpressen, dann erfährt es die ganze Stadt. An diesem Tag wird die Erde beben, glaub mir. Ich kann dir nicht sagen, wie es mir das Herz bricht, wenn ich zusehe, was du dir antust. Und du kannst mich nicht außen vor lassen, denn du gehörst in mein Leben. Cara mia, bellissima. Bunny, Bunny, fang jetzt nicht wieder auf Italienisch an. Ich weiß, dass du für mich nur das Beste willst, aber du kennst mich eben nicht. Ich habe mir das in den Kopf gesetzt. Schluss damit, daran wird sich nichts ändern. Ich bin froh, dass du mein Freund bist. Und ich weiß deine Unterstützung wirklich sehr zu schätzen. Aber mit oder ohne dich, ich werde die Sache durchziehen. Es tut mir leid. Ja, mir auch. Ich nehme an, du brauchst das hier nicht. Ich hätte es wissen müssen. Hast du eine Vorstellung, wie ernst die Lage ist? Wir könnten ruiniert werden. Ich bin mir unserer Lage sehr wohl bewusst, Dad. Das sieht nicht so aus. Du lässt dich nicht im Büro blicken und wie ich gehört habe, benimmst du dich wie ein Playboy. Das ist wohl meine Sache. Nein, es ist meine Sache, wenn dein Verhalten meinem Prozess in die Quere kommt. Ich will diesen Fall nicht verlieren, weil du dich nicht um die Geschäfte kümmerst. Jetzt leg endlich diesen Dollar weg. Du scheinst mir völlig zu vergessen, dass ich es bin, der hier das ganze Risiko trägt. Warum musst du also gleich so feindselig reagieren, wenn nicht alles glatt läuft? Diese Geschichte würde wesentlich besser verlaufen, wenn du verdammt nochmal bei der Sache wärst. Ich bin wirklich überwältigt von dem Vertrauen, das du in mich setzt. Du machst es einem aber auch nicht leicht. Wirklich nicht. Ich gebe dir einen ganz simplen Auftrag. Stiehl das Beweismaterial. Und was geschieht daraufhin, du wirst erwischt. Es kommt noch toller, wir haben keine zweite Chance. Und um es noch schlimmer zu machen, ist Gina auch noch in die Sache verwickelt. Kannst du mir erklären, wie ich dann noch volles Vertrauen zu dir haben soll?
Ich sagte doch schon, Gina arbeitet offensichtlich auf eigene Faust. Das scheint mir nicht so offensichtlich. Ganz im Gegenteil, ich fange an, mich über einiges zu wundern. Also gut, ich will dir nicht wegen jeder Kleinigkeit an den Kragen. Ich will nur diesen Prozess aus der Welt schaffen, denn ich habe im Moment noch andere Sorgen. Meine Beziehung zu Sophia ist angespannter als je zuvor. Die Umstände sind derartig chaotisch. Ich muss einfach ein paar Probleme loswerden. Verstehst du das nicht? Das ist schon so gut wie erledigt. Es ist alles unter Kontrolle. Nichts ist unter Kontrolle, solange du nicht wieder in Julias Gunst stehst. Und das scheint mir unmöglich. Wenn man nicht etwas hätte, um mir die Augen zu verbinden. Da bin ich aber sehr neugierig. Ich will jetzt noch nicht darüber sprechen, aber ich hab's dir ja vorhin schon gesagt. Die Sache ist so gut wie erledigt. Alles ist unter Kontrolle. Ihr plant neue Strategien? Was für eine ergreifende Familienszene. Sie haben doch sicher eine Verabredung mit Ihrem Catch-Trainer oder sowas ähnliches, Augusta. Die habe ich verschoben. So kann ich besser ein Auge auf Sie werfen. Es tut mir leid, dass ich Sie enttäuschen muss, aber es ist alles ruhig an der vordersten Front. Oh, ich verstehe. Das ist sicher die Ruhe vor dem Sturm. Und Sie machen hier sowas wie den Sturm im Wasserglas. Tut mir leid, aber ich fürchte, mir fällt keine Phrase mehr ein, also gehe ich wohl besser. Ich möchte Sie warnen, Mason. Versuchen Sie nichts Törichtes. Oh, ich bitte Sie, Augusta. Ich bin mir sicher, dass ich nie wieder etwas Törichtes tun werde. Na? Wie ist das? Wo ist denn der Rest? Das Kleid dazu ist in dem anderen Karton. Ich meine den Rest der Bluse. Seien Sie doch mal realistisch. Ich meine, was genau haben wir denn vor? Haben Sie das vergessen? Celeste, würden Sie das bitte mal anziehen? Ich befürchte, dass wir das Kabel da nicht verstecken können. Ein Kabel? Was für... Wir würden Sie gerne mit einem Sender ausrüsten. Das wäre sicherer, damit das, was im Krankenhaus passiert ist, nicht noch einmal passieren kann. Das Problem ist, dass ihr ihn finden könnte, besonders wenn die Situation intimer wird. Oh, darum müssen Sie sich keine Sorgen machen. Ich weiß, wie ich in solchen Situationen zu reagieren habe. Das ist keine Schwierigkeit. Zuerst sorge ich dafür, dass der Mann sich auszieht, sodass ich im Notfall sofort verschwinden kann. Wie Sie meinen. Auf jeden Fall ist es besser, Sie zeigen uns, was Sie haben. Ich meine natürlich, gekauft haben. Okay. Ich werde es für Sie anziehen. Dauert eine Minute. Kein Problem. Wie es aussieht, scheint Ihre Stimmung bestens zu sein. Das ist nur vorgetäuscht. Ich kenne Sie ganz gut. Sie ist genauso nervös wie wir, wenn nicht sogar noch mehr. Wenn sie irgendwelche Bedenken hat, sollte sie uns das lieber sagen. Denn ich habe das Gefühl, wenn Zack ihre Angst wittert, ist er wie ein Hai, der Blut riecht. Aber das wird sie kaum abschrecken. Sie versucht etwas zu beweisen, was ihr enorm wichtig ist und sie wird sicher sehr vorsichtig sein. Cruz, könnte ich dich um einen Gefallen bitten? Hallo. Wie geht es dir? Sehr gut, ja. Wir stecken bis zum Hals in verdeckten Ermittlungen. Ist es etwas, das ich wissen müsste? Oh, ich glaube, wir müssen es für den Augenblick geheim halten. Okay, Julia. Verstanden, schon gut. Was gibt's? Irgendwelche Bauarbeiten werden vor meinem Fenster erledigt. Ich kann so nicht arbeiten. Ich wollte dich fragen, ob ich dein Büro benutzen darf. Sicher. Ich meine, ich weiß nicht, ob du hier mehr schaffen wirst, aber du bist herzlich eingeladen, es zu versuchen. Wir verschwinden, sobald unser V-Mann wieder zurückgekommen ist. So, was halten Sie davon? Das kommt darauf an, wessen Meinung Sie hören wollen. Was ist denn mit den... Oh, die Knöpfe, Sie haben recht. Gute Idee. Ist das besser? Ungefähr so. Ich habe in meinem Büro ein paar Unterlagen vergessen, die ich dringend brauche. Ich bin gleich zurück. Das müsst ihr also geheim halten. Tja, ich gehe den Sender holen. Gute Idee. Wieso sagt niemand was? Gefällt Ihnen die Bluse nicht? Ja, doch, sie gefällt mir sehr gut. Ich würde sagen, Sie stehen mit dem Rücken an der Wand. Der Gerichtstermin rückt immer näher. Der Gerichtstermin macht mir keine Angst. Da habe ich keine Sorge. Ich meine ja auch nur wegen Ihres Sohnes. Was wollen Sie mir damit sagen? Ich werde Ihnen dazu nur zwei Worte sagen. Und mehr nicht. Gina Timmons. Was ist mit ihr?
Ich sagte meine zwei Worte schon. Treiben Sie mit mir keine Spielchen? Ich spiele keine Spielchen mit Ihnen. Ich dachte, das hätten Sie inzwischen mitbekommen. Bitte lassen Sie die Hand los, bevor ich mich gezwungen sehe, die Polizei zu rufen. Kommt es Ihnen nicht langsam merkwürdig vor, dass Gina Timmons zu den unpassendsten Augenblicken neben Mason auftaucht? Also man könnte ja schon fast denken, dass Sie zusammenarbeiten. Wenn Sie mich gegen meinen Sohn aufbringen wollen, sparen Sie sich das. Wie väterlich Sie sind, einfach rührend. Aber ich denke nicht, dass es vor Gericht als Verteidigung standhält. Wissen Sie, ich mache mir überhaupt nichts aus Ihnen oder Mason oder sonst einem Käpfer. Ich mache mir was aus meiner Schwester, die aus irgendeinem Grund eine offensichtlich falsch verstandene Loyalität zu Mason hegt, weil er der Vater ihres Kindes ist. Aber Mason ist nur loyal sich selbst gegenüber und jeder, der mit ihm zu tun hat, sollte sich dessen bewusst sein. Was für ein Plädoyer. Ich danke Ihnen. Sie meinen, Sie haben nie darüber nachgedacht? Mason und Gina haben sich gegen Sie verschworen, da sieht doch wirklich jeder, was da läuft. Sie täuschen sich, wenn Sie annehmen, dass ich Ihnen mehr glaube als meinem Sohn. Es spielt keine Rolle, ob Sie mir glauben oder nicht. Die Situation spricht für sich selbst. Ich würde ja zu gern sagen, es war eine wundervolle Unterhaltung, aber das war's leider nicht. Ich genieße es, dass Sie gehen. Oh, was wäre das für ein langweiliges Leben, wenn wir uns nicht hassen würden? Wenn Sie das so empfinden, mein Leben wäre angenehmer, würden Sie nicht existieren. Ah, ein charmantes Kerlchen. Halten Sie sich aus meinen Angelegenheiten heraus. Das ist viel zu ernst für eine verbitterte Frau, die nichts Besseres zu tun hat, als zu versuchen, das Leben anderer Menschen zu ruinieren. Wie ich schon sagte, charmantes Kerlchen. Gut, dass du mich nicht so sehen kannst. Hallo, Sunny. Hier ist Gina. Können wir reden? Also irgendwo zwischen hier und ungefähr hier können wir Sie beobachten. Wenn Sie außerhalb dieser Zone sind, werden wir uns auf die Wanze verlassen kommen. Ich möchte Sie nicht einschränken, aber das sollte Ihnen bewusst sein. Wenn alles so abläuft wie geplant, dann ist das sowieso die einzige Zone, die ich brauche. Celeste, gehen Sie nicht weiter, als Sie sich wohl dabei fühlen. Wenn Sie die Narbe nicht sehen, dann ist das auch egal. Ich weiß, wie gefährlich es ist, wenn Zack sich bedrängt fühlt. Ich werde kein Risiko eingehen. In Ordnung jetzt. Hoffe ich nur noch, er sieht uns da drüben nicht. Ich weiß Ihre Hilfe zu schätzen und ich möchte mich nochmals bei Ihnen dafür bedanken. Ich bin froh, dass ich helfen kann. Ich mache es gern. Ja, dann gehe ich jetzt besser rüber auf die andere Straßenseite. Sprechen Sie mit Michael, nur um sicher zu gehen, dass die Verbindung auch klappt. Nur reden? Ja, nur reden. Ich gebe Ihnen ein Zeichen von dem Fenster dort drüben. Okay. Viel Glück. Ja, danke. Hey, Pater? Wie fühlt man sich dabei, wenn man zum Spanner wird, hä? Aber seien Sie vorsichtig. Wenn man erst einmal damit anfängt, kann man einfach nicht mehr aufhören. Jetzt mache ich auch schon Witze darüber. Wir versuchen gerade einen Vergewaltiger zu schnappen und ich reiße Witze über Spanner. Wahrscheinlich bin ich nur nervös. Also, wenn das alles hier vorbei ist, sind Sie mir eine Verabredung schuldig. Keine Angst, nichts Außergewöhnliches. Vielleicht bis einen Sonntagnachmittag im Park, wenn es Ihnen recht ist. Aber Sie dürfen nicht Ihren Kragen anlegen. Und dafür werde ich dann nicht diese Bluse tragen. Das verspreche ich. Und, läuft alles? Ja, es scheint alles zu funktionieren.
Wissen Sie, das ist eine tolle Frau. Das ist sie wirklich. Sie haben was übrig für Sie. Ich fühle mich irgendwie verantwortlich für Sie, ja. Das wird dir sicher nicht gefallen, dass Sie es so sehen. Wieso nicht? Sie klingen wie Ihr Bruder. Aber ich habe das Gefühl, sie sieht in Ihnen was ganz anderes. Wirklich? Um die Wahrheit zu sagen, es würde mich nicht überraschen, wenn sie das alles nur ihretwegen macht. Nein, sie tut das nur für sich selbst, nicht für mich. Jungs? Juhu! Ich weiß, das hört sich jetzt irgendwie blöd an. Aber ich fange jetzt an zu kochen. Immerhin ist er zum Essen eingeladen. Bist du beschäftigt? Ja. Ich frage mich die ganze Zeit, wie Samantha auf das alles reagiert. Auf was alles? Ihre Mutter führt einen Krieg gegen ihren Vater, sowohl persönlich als auch beruflich. Und sie hat ihn sogar ins Gefängnis werfen lassen. Mason ist schon lange wieder draußen. Es ist meine Kaution. Wenn es nach dir ginge, wäre er noch drin. Denkst du, ein Kind kann das verstehen? Dann erklär du mir doch bitte, wie ein Kind verstehen soll, dass sein Vater ein gemeiner Dieb ist, eine korrupte Marionette, der für dich die Dreckarbeit gemacht hat. Ich bin nicht gekommen, um mit dir zu streiten. Ich weiß, wieso du gekommen bist. Du willst, dass ich mich von diesem Fall zurückziehe. Ich weiß sogar, wie du es versuchst. Du appellierst an meine Vernunft, dann wirst du damit anfangen, mich zu bedrohen und dann werden sich deine wahren Absichten zeigen. Hast du überhaupt irgendeine Vorstellung, was meine Familie durchzustehen hat? Ja, die habe ich. Ich halte das Ganze für eine große Tragödie. Aber du führst trotzdem diesen Prozess gegen Mason. Jetzt hör mir zu, denn für mich gibt es nichts Persönliches bei den von mir durchgeführten Untersuchungen, sondern nur den tiefen Glauben, dass die Tragödien, die die Familien dieser Ölarbeiter erlitten haben, ebenso zu behandeln sind wie jene Tragödie, die deine Familie erleidet oder wie die Tragödien jeder anderen Familie. Ja, ist es denn so schwer zu verstehen? Ich bin unschuldig, verdammt nochmal. Willst du, dass ich Millionen Dollar zahle für einen Unfall, für den ich überhaupt nicht verantwortlich bin? Ich finde es furchtbar, was da passiert ist. Und willst du mich jetzt für alles Furchtbare, was in der Welt passiert, verantwortlich machen? Es ist zwecklos, sich mit dir zu unterhalten. Vor Gericht oder außergerichtlich. Du wirst diesen Familien alles bezahlen, was sie verloren haben. Ich habe mich sehr in dir getäuscht. Ich komme hierher und appelliere an deine Vernunft und ein wenig Mitgefühl, aber du denkst nur an Masons Vernichtung. Ich werde die Geschworenen dazu bringen, dass sie erkennen, dass du nur eine verbitterte, ignorante Frau bist, die einen Mann fertig machen will, um ihren Rachedurst zu stillen. Nicht zu fassen. Du würdest die eigene Enkeltochter als Waffe benutzen, nicht nur um alles hier in der Welt würde ich sie dazu benutzen. Man versucht, meine Familie anzugreifen. Und ich werde sie zu beschützen wissen. Romantik auf Texanisch. Das ist keine Romantik, das ist Verzweiflung. Oh. Barney, du hast mich erschreckt. Ich hab dich erschreckt, du führst dich erschreckend auf. Sieh doch. Wie weit willst du bitte noch gehen? Was ist hier los? Das bist doch nicht du, Gina. Ich meine, dieser Cowboy-Hut und diese ganze idiotische Aufmachung. Die Kakteen. Die Petroleumlampe. Wann wirst du begreifen, dass dich das nicht glücklich macht? Hör zu, Barney, ich möchte jetzt nicht darüber reden. Sonny wird jeden Moment hier sein. Okay, dann werde ich oben warten. Und wenn er dich wieder so behandelt, wie er dich gestern behandelt hat, als er dich einfach sitzen gelassen hat, dann komme ich hier runter und werde dazwischen gehen, auch wenn du mich dafür hasst. Das werde ich nicht noch einmal zulassen. Da ist er schon. Geh jetzt. Na, großartig. Hallo, mein Cowboy. Ich habe nicht viel Zeit, Gina. Also komm bitte gleich zur Sache und sag, was du sagen willst. Was zur Hölle ist denn hier passiert? Gefällt es dir? Was soll denn der Quatsch? Also, ich habe ein paar Rippchen auf dem Feuer vorbereitet und ich habe etwas Bourbon, etwas Bier und etwas Sodawasser natürlich. Kann es sein, dass du mich für völlig bescheuert hältst? Nein. Wenn in diesem Zimmer einer ein Idiot ist, dann bin ich das. Das habe ich erkannt, als du weg warst. Es war schrecklich, ich fühlte mich furchtbar allein. Schrecklich, aber nur deshalb, weil ich reich werde und du nicht, oder? Nein, das hat wirklich nichts damit zu tun. Das ist doch nicht wahr. Ich habe mich schrecklich gefühlt, weil ich erkannt habe, wie sehr ich dich brauche. Ich brauche deine Stärke.
Sonny, bitte, nimm mich in deine Arme und liebe mich wild und leidenschaftlich. Gleich hier und jetzt unter dieser Lampe. Komm schon. Ich will die Barbecue-Soße von deinen Fingern lecken und einen heißen Ritt mit dir machen. Jetzt sofort. Gleich hier zwischen den Kakteen. Ganz wie du willst. In the morning I can throw. Glauben Sie, dass der Bastard so viel Angst hat, hier aufzutauchen? Wie halten Sie das eigentlich nur durch? Ein schwächerer Mensch wäre wahrscheinlich schon längst zusammengebrochen. Ich bin ziemlich schwach, wissen Sie. Wenn ich ihn jetzt erwische, würde ich ihn auf der Stelle umbringen. Das ist Schwäche. Aber wenn ich ihn töte, werde ich mein Baby nie wiedersehen. Sie werden Ihr Baby wiedersehen. Jedes Mal, wenn ich Angst habe, schwach zu werden, muss ich an den Ausdruck in Edens Gesicht denken. Und ich weiß, wenn ich jetzt verliere, werde ich diese Erinnerung nie wieder los. Er kommt. Okay, du Bastard. Geh da nur rein. Es ist schon fast 8 Uhr, Julia. Nur Barkeeper arbeiten jetzt noch. Ich muss die Akten für den Prozess zusammenstellen. Ich wollte einen frühen Termin, also muss ich mich vorbereiten. Darf ich dazu auch mal etwas sagen? Nein. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass eine Frau, die die ganze Nacht überarbeitet, eine Frau ist, die Angst hat, davor nach Hause zu gehen. Nichts entgeht meiner Schwester. Offensichtlich. Ich hätte da einen Vorschlag für dich. Welchen? Verkauf dein Haus. Was? Du hast 2 schmerzliche Erfahrungen gemacht, die du so schnell wie möglich vergessen musst. Eine mit Pater Michael und eine mit Mason. Du musst diese Erinnerung überwinden, damit du wieder du selbst sein kannst. Wenn ich mein Haus verkaufe, wird das auch nicht all meine Probleme lösen. Aber es wäre ein Anfang. Augusta, du bist der perfekte Abschluss eines grauenhaften Tages. Aha, na, vielen Dank. Hör mal zu, ich möchte doch nur die beste Lösung für dich. Ich möchte, dass du glücklich wirst. Ich weiß das. Und darum liebe ich dich. Gut. Dann erzähl mir jetzt, was so furchtbar an deinem Tag gewesen ist. Ständig kam jemand vorbei, der mir einen guten Ratschlag geben wollte. Cici kam vorbei und sagte unmissverständlich, ich solle auf der Stelle meine Klage zurückziehen gegen Keppel Enterprises. Mason war hier, aber ich habe keine Ahnung, welchen verfluchten Rat er mir geben wollte. Er hat sich nur merkwürdig aufgeführt. Bitte nicht. Erzähl mir nicht. Der Kerl bringt dich schon wieder dazu, dass du dich in ihn verliebst. Nein, diesmal war es ganz anders. Er war eifersüchtig und sehr verbittert. So war er früher nie zu mir. Er möchte irgendwelche Spielchen mit mir machen. Julia, er will dich doch nur blöffen. Er ist in der Defensive und du weißt das. Jetzt kommt mein Rat. Und es war schon immer mein Rat. Vertraue wirklich niemals einem Käpfer. Weißt du, manchmal denke ich, wir sollten das wirklich mal tun. Wenn das eben nicht wirklich war, dann weiß ich nicht, was du sonst treibst. Nein, ich meinte wirklich draußen zu schlafen. So richtig unter den Sternen liegen, während um uns herum die Rinder grasen und am offenen Feuer die Cowboys sitzen. Sunny, hier in der Gegend von Santa Barbara gibt es doch schon lange keine Cowboys mehr. Ach ja, wenn ich erst mein Geld bekommen habe, werde ich mich sofort nach ihnen auf die Suche machen. Warum denn nicht wir? Wieso sollte ich dich wieder aufnehmen? Vielleicht sollte ich diesen Plan jetzt lieber alleine durchziehen. Wir zwei gehören zusammen, das weißt du genau. Ach ja, und wenn ich mich entschlossen hätte, den Plan aufzugeben, würdest du mich dann noch wollen? Wieso solltest du das tun? Beantworte nur meine Frage. Natürlich würde ich dich immer noch wollen. Ich meine, es geht mir doch um dich und nicht um den Plan. Also wirklich, ich muss schon sagen, ich liebe deine Entschlossenheit. Sunny, ich verstehe nicht, wovon du sprichst. Du verwirrst mich. Langsam sollten wir Nägel mit Köpfen machen. Du meinst, wir sollten heiraten? Ich glaube, es gibt keinen besseren Weg, wie du mir deine Hingabe beweisen könntest, oder? Naja, ich meine, wenn du das wirklich willst, wieso eigentlich nicht? Ist schon gut, Kleine. Du kannst jetzt deinen Mund ruhig wieder zumachen. Ich wollte nur wissen, wie weit du bereit bist zu gehen. Weißt du, wir zwei sind uns wirklich sehr ähnlich. Ich schätze, das bedeutet, dass wir zusammenarbeiten sollten. So? Und das bedeutet, du hast mir vergeben? Ja, Schätzchen, genau so ist es.
Also bin ich wieder im Geschäft? Ja, mit einigen Einschränkungen. Was denn für Einschränkungen? Ach, nur keine Sorge, Pausbäckchen. Sie sind nicht schlimmer als die, die ich bei dir eingehen musste. Mir scheint, Mario hatte recht. Ich denke noch immer nicht groß genug. Fettuccini, Michelangelo, Ferrari. Du sprichst Italienisch wie eine Göttin. Macaroni, Peperoni, Vapolicella. Ich habe die Stadt erobert, Marc Anton. Ich bin Octavian, der neue Cäsar, und du wirst dich mir unterwerfen. Moment mal, was zum Teufel macht ihr denn hier? Wein! Ich will jetzt meinen Wein! Eunuch! Eunuch, bring mir den Wein! Lass ihn fließen! Hier, Eure Hoheit. Das reicht, Eunuch. Das ist kein Wein. Das ist Gift. Halt. Komm her. Das ist ja auch nicht richtig. Wessen Fantasien sind das hier eigentlich? Lass auf der Stelle meine zukünftige Frau los, du Schwein. Hey, selber Schwein. So ist es schon besser. Wenn das Leben nur so einfach wäre. Kommst du mit zu mir? Okay, nochmal. Ja, wir kennen uns. Es ist besser, wenn ich gehe. Entschuldigen Sie bitte die Gläser, aber ich habe keine Cognac-Schwenker. Ich bin auch nicht sicher, ob der Cognac gut ist, aber es ist leider die einzige Flasche, die ich im Hause habe. Mir schmeckt er. Ich bin rundum zufrieden. Da bin ich aber froh. Ich wollte mich bei Ihnen ja nicht blamieren. Warum diese Mühe? Weil Sie nett sind. Aber Sie wissen doch überhaupt nichts über mich. Mehr als Sie vielleicht ahnen. Ist das wahr? Naja, es ist das, was ich in diesen wunderschönen blauen Augen erkennen kann. Sie erzählen mir eine Menge. Machen Sie so etwas öfter? Anderen Männern in die Augen schauen oder mich mit Gynäkologen verabreden? Na, beides. Um ehrlich zu sein, mache ich so etwas eigentlich nie. Vermutlich auch nie wieder, wenn man bedenkt, wie langweilig ich heute war. Nein, das war ein wunderschöner Abend. Wirklich? Bis jetzt ja. Es schien mir nur so, als wäre die Unterhaltung nicht so gelaufen, wie Sie erwartet haben. Ich erwarte nie etwas. Das macht das Leben interessanter. Und was finden Sie interessant an mir? Oh, wenn ich Ihnen das jetzt sage, dann verbringen wir die ganze Nacht hier. Das hört sich ja verlockend an. Ich lasse die Jalousien runter. Ich hatte mich schon gefragt, wann du das tun würdest. Das hat uns noch gefehlt. Oh, verdammt. Wir brauchen doch keine Vereinbarung, wenn wir einander vertrauen. Ohne irgendwelche Vereinbarungen würde sich die Welt nicht drehen, das weißt du doch. Also, ich habe doch richtig verstanden, dass ich im Augenblick der einzige Mann in deinem Leben bin. Genau. Gut, also von nun an will ich, dass du den Namen von diesem Mistkerl Keys nie wieder erwähnst, klar? Oh, Sunny, kannst du mir vielleicht sagen, was du damit bezweckst? Erstens würde es mich glücklich machen, verstehst du? Und zweitens, hast du gesagt, du wärst ein Idiot, weil du es zugelassen hast, dass ich dich sitzen gelassen habe? Also werde ich dadurch klug, weil ich abgehauen bin, und du dämlich, weil du es zugelassen hast? Also gut, ich nehme an, in dem weit vorher festgelegten kosmischen Ablauf der Dinge könnte das eine bizarre Form der Interpretation sein. Genau, und ich will, dass es deine Interpretation wird, und ich will es jeden Tag von dir hören. Ich soll dir sagen, dass du schlauer bist als ich und das mindestens jeden Tag? Das hast du richtig verstanden. Das kannst du vergessen, Sunny. Gut, dann verschwinde Warte. Ich hier. Schon gut. In Ordnung.
Ich werde dir jeden Tag sagen, dass du schlauer bist als ich. Sag das gleich nochmal. Oh, Sunny, es ist ja so mächtig beeindruckend, wie klug du bist. Zufrieden? Und wie? Lass dich von mir küssen. Wo sind die Papiere? Die sind bei Julia. Willst du damit andeuten, du hast sie nie gehabt? Ja, was hast du denn gedacht? Du bist doch durch die Stadt gegangen, als wärst du Citizen Kane. Ich dachte, du wärst hinter mir her und nicht hinter irgendwelchen blöden Papieren. Du kostest mich nochmal meine letzten Nerven. Jetzt reg dich ab. Nur weil ich sie im Augenblick nicht habe, heißt das nicht, dass ich sie nicht bekommen werde. Was soll denn das nun wieder bedeuten? Vertrau mir, Mausebacke. Ich habe einen Plan, der alles andere in den Schatten stellt. Dieses Mal kann uns rein gar nichts passieren. Du hast so zärtliche Hände. Woher kannst du das? Weißt du, ich habe sehr viel mit Babys zu tun. Babys? Mhm. So, danke, das reicht mir. Jetzt bist du an der Reihe. Willst du? Aber ich sollte dich vielleicht lieber warnen. Ich bin sehr kitzlig. Mhm. Aber nicht, wenn ich mich um dich kümmere. Ich möchte, dass du dich hinlegst und dich entspannst. Ja. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Was geht da vor? Sie sagen nichts mehr. Gar nichts geht da vor, sonst müssten wir etwas hören. Vielleicht hat er die Wanze gefunden. Nein, dann hätte sie bestimmt geschrien. Man kann auch am Schreien gehindert werden. Verdammt, wir müssen etwas unternehmen. Schlachtfest in Namibia. Jäger machen fette Beute. Sie töten Robben. Die Tiere werden zu Potenzmittel und Dünger verarbeitet. Das ganze Ausmaß der Tiertragödie in Afrika heute bei Explosiv. Thank you.